Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lust auf eine Geschichte? Dann schließ doch gerne wieder deine Augen, lehn dich entspannt zurück, während ich in meinem Zauberbuch nach der Geschichte blättle. Blättle? Blättle. Du weißt, was ich meine. Sie gefunden. Die Geschichte heißt Der Traum vom Fliegen. Ein schöner, warmer Sommertag neigt sich dem Ende zu. Der Himmel färbt sich langsam rot und die ersten Grillen stimmen sich zum abendlichen Musizieren ein. Auf einer kleinen Lichtung im Wald baumle ich verträumt in einer Hängematte und schaue dem wunderschönen Farbschauspiel zufrieden zu. Eine leichte Brise weht mir um meine Elfenohren, sodass die Spitzen etwas wackeln. Aber es ist immer noch angenehm warm und kaum eine Wolke ist zu sehen. Der Tag war heute wirklich ziemlich entspannt. Und wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich heute ziemlich faul war. Ich habe bis mittags geschlafen, dann bin ich langsam zur Lichtung gewatschelt, um dann wieder gemütlich in den lang ersehnten Mittagsschlaf zu fallen. Dabei war es ja längst gar kein Mittag mehr. Naja, dann war ich halt heute mal faul, denke ich und schließe so die Gedanken ab. Nun stehen die ersten funkelnden Sterne am tiefblauen Abendhimmel und auch der Mond zeigt sich in seiner vollen Pracht. Es ist Vollmond und ich bin wie immer fasziniert von all der Schönheit. Das Mondlicht verleiht der Landschaft eine mystische Atmosphäre. Da ich den ganzen Tag über verschlafen hatte, bin ich nun umso wacher. Ich sprühe förmlich vor Energie, stoße mich mit einem Ruck aus der Hängematte heraus, um in halber Lichtgeschwindigkeit Richtung Himmel zu fliegen. Meine Flügel flattern so schnell, dass sie 1000 Lichtfunken sprühen, gleich einem Feuerwerk. Lautstark singe ich irgendeine erfundene Melodie und tanze im Flug. Ich drehe, kreise, schlage Saltos, dabei male ich glitzernde Bilder in die Luft. Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit. Ich drehe und wende mich und drehe und wende mich. Von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts, von rechts nach links und schneller und immer schneller und dabei plötzlich plumps. Autsch. Da bin ich wohl abgestürzt. Ah, Mist, schimpfe ich vor mich hin und öffne vorsichtig die Augen. Ich versuche zu sehen, aber die ganze Welt dreht sich. Denn ich habe einen Drehwurm. Also kneife ich die Augen wieder zu, atme tief ein und wieder aus. Als Himmel und Erde wieder am rechten Platz waren, bemerke ich die stechenden Schmerzen in Arm und Bein. Ich sehe zu meinen Flügelchen. Auch die sind geschunden und hängen wie ein altes Fetzenkleid nach unten. So heule ich und heule ich wie ein kleines Elfenmädchen. Und plötzlich, als ich dem Tränenmeer entronnen bin, höre ich ein Geräusch.
Kurz halte ich die Luft an und spitze meine Ohren. Es klingt wie ein Weinen und Jammern. Wie kann das sein? Ist das mein Echo? Nein, kein Felsen weit und breit. Höre ich Gespenster? Bei diesem Gedanken bemerke ich die Dunkelheit. Der Wald scheint mir auf einmal etwas fremd und gefährlich. Ob das von dem Sturz kommt? Ich schaue tief in den Wald, kann nichts sehen, doch höre ich das quälende Wimmern immer lauter. Eigentlich sagt mir meine innere Stimme, ich solle lieber verschwinden, aber ich bin einfach zu neugierig. Nun gut, ich gebe mir einen Ruck, nehme all meinen Mut zusammen und schleiche mich fast lautlos in den Wald. Nur ein paar heruntergefallene Zweige knistern unter meinen Füßen. Ich kämpfe mich durch das Dickicht des Waldes, während mich das Gefühl nicht loslässt, tausend Augen sitzen mir im Nacken und verfolgen mich. Um mich zu beruhigen, rede ich mir gut zu. Das ist sicher nur die liebe Eule und das süße kleine Häschen. Lalala. Langsam komme ich dem wimmernden Geräusch immer näher. Und da, was sehe ich da? Ich reibe mir die Äuglein und blinzle in die Ferne. Ich erblicke lauter leuchtende Pünktchen in der Luft, die tanzen hin und her. So schön. Man könnte meinen, der Sternhimmel sei verrutscht. Doch sind das keine Sterne? Nein, es sind Glühwürmchen. Ah, winzige Insektenkäfer mit einem leuchtenden Hinterteil. Sie kreisen nun alle um mich herum und da frage ich sie besorgt, hey, ihr kleinen Funkeldinger, was ist das für ein trauriges Jammern hier im Walde? Da fliegt mir ein kleines Leuchtewürmchen direkt auf meine Nase. Ich sehe nur noch Licht und zwei große schwarze Kulleraugen. Dabei höre ich, wie es sagt, ach, das ist die dicke Raupe, die Tag und Nacht frisst und frisst und frisst. Und dann weint sie. Hä? Aber warum weint sie denn? Entgegne ich verwundert. Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie alles aufgefressen hat? Mit diesen Worten beendet das Glühwürmchen das Gespräch und fliegt davon. Also laufe ich noch ein paar Schritte und da sehe ich sie schon. Eine kleine, dicke Raupe, traurig sitzend auf einem Stein. Sie scheint wirklich sehr gut genährt und ihre Haut schimmert saftgrün bis gelb. Durch viele winzige Härchen am gesamten Körper wirkt sie verdammt flauschig. Ihre zwei riesigen Augen umfassen fast das komplette Gesicht, sodass man den Rest nur erahnen kann. Sie sitzt da wie ein Häufchen Elend. Oh, ich möchte ihr so gern helfen. Vorsichtig und ohne sie erschrecken zu wollen, tapse ich zu ihr. Psst! Hey! Hey du! Hallo! Sie weint so sehr, dass sie meine Begrüßung nicht vernimmt. Sanft tippe ich ihr auf den Rücken. Hey! Hallo, Raupe! Kurz schreckt sie auf, blickt mit Tränen übersäten Gesicht zu mir und zischt gequält. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Aber ich, stammle ich. Was ist denn los? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ach, du kannst mir nicht helfen. Verschwinde.
Als meine Blicke schweifen, bemerke ich, dass alle Blätter von allen Sträuchern abgefressen waren. Ich konnte mein Erstaunen leider nicht zurückhalten. Boah, wow, hast du das alles gegessen? Und zeige auf die kahlen Äste. Ja. Oh, erwiderte die Raupe und vernascht dabei ein Blatt. Dann erklärt sie weiter. Naja, ich bin eine Raupe und das Einzige, was ich wirklich kann, ist fressen. Kaum ausgesprochen, beginnt die arme Raupe wieder zu weinen an. Ich setze mich zu ihr und streichle ihr über den weichen Rücken. Es scheint sie etwas zu beruhigen. Und so erklärt sie weiter. Weißt du, ich bin jeden Tag hier und fresse. Dabei beobachte ich all die Tiere um mich herum. Da ist die fleißige Biene. Sie fliegt täglich von Blume zu Blume und sammelt Nektar. Oder die anmutige Libelle. Sie fliegt präzise und scheinbar lautlos durch die Lüfte. Auch Käfer, Wespen, Mücken fliegen hier vorbei. Tag ein, Tag aus. Während ich all diese unzählige Blätter verspeise. Die Raupe unterbricht ihre Worte und seufzt. Seit dem ersten Tag, nachdem ich mich aus meinem Ei gefressen hatte, blickte ich in Richtung Himmel und träumte fortan vom Fliegen. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als einmal die Leichtigkeit zu spüren und die Welt von oben zu sehen. Ach, das muss so fantastisch sein. Ich schaue zu ihr und bemerke ihre strahlenden Augen und ihre aufrechte Haltung. Doch schlagartig verzieht sich ihr Blick wieder und sie neigt den Kopf tief nach unten. Ach, was nützt mir all diese sinnlose Träumerei? Jeden Tag werde ich dicker, dicker und dicker und langsam auch viel zu müde für dieses Leben. Und wieder küsst eine Träne den feuchten Moosboden. Mitten in diesem traurigen Dasein kommt mir die Idee. Aufgeregt und ohne jede Vorankündigung reiße ich die kleine Raupe aus ihrer strengen Gedankenwelt. Ich klatsche fröhlich in die Hände und rufe freudig, ich habe eine Überraschung. Aber bevor du sie bekommst, möchte ich dir eins mit auf den Weg geben. Höre mir gut zu, liebe Raupe. Träumereien sind niemals sinnlos. Träume sind wichtig, um zu wachsen. Du darfst nie aufhören, an sie zu glauben, denn letztendlich bist du selbst der Traum. Und nun sieh her. Während ich diese Zeile zu Ende spreche, übergieße ich meine Hände gleichmäßig mit magischer Traumzauberflüssigkeit, die ich stets in einer kleinen Flasche bei mir trage. Anschließend forme ich mit den Fingern einen Kreis und visiere die Raupe an. Verwirrung und Skepsis machen sich in ihrem Gesicht breit. Anschließend puste ich nun vorsichtig Luft durch die Finger. Und siehe da, wunderschön, Traumblasen steigen empor. Die kleine Raupe völlig sprachlos, sowas hatte sie wohl noch nie gesehen.
Ehe sie meinen Plan durchschaut, sitzt sie auch schon mitten in einer bunt schimmernden Seifenblase auf dem Weg Richtung Himmel. Ich fliege, stotterte sie vor Herzklopfen. Ich fliege, ja, ich fliege, wiederholte sie mit mehr und mehr Fröhlichkeit in der Stimme. Die glückliche Raupe fliegt nun höher und höher. Und da kommt mir der Gedanke, ich möchte mit ihr fliegen, den Glanz in ihren Augen sehen. Also gehe ich erwartungsvoll in Flugstellung, doch schnell verzieht sich nun mein Gesicht, als ich merke, dass ich gar nicht losfliegen kann. Oh nein, meine Flügel sind wohl von dem Sturz gestaucht und brauchen Erholung. Als ich schließlich nochmal Ausschau nach der Raupe in der Traumblase halte, kann ich sie in der Ferne kaum noch erkennen. Ich versinke nun merklich erschöpft im weichen Moos, mit der Hoffnung im Herzen, die dicke Raupe morgen wiederzusehen. Als mich am nächsten Tag die ersten Sonnenstrahlen wecken, schaue ich mit höchster Erwartung zum Stein, auf dem die Raupe saß. Doch nix. Keine kleine dicke Raupe. Nur eine komische, aufgeplatzte Hülle am Ast. Nun bin ich doch etwas traurig. Ich schaue zu dem leeren Stein am Boden, beuge mich hinunter und lockere die Erde, um den Stein als Andenken mitzunehmen. Ich begebe mich in Flugposition und hebe ohne zurückzublicken ab. Hoch hinaus. Dabei fällt mir auf, dass ja meine Flügel wieder heile sind. Kein Zwicken und kein Zwacken mehr. Nach kurzer Freude schießt mir plötzlich eine Frage in den Sinn. Habe ich vielleicht das Ganze alles nur geträumt? Existiert die Raupe gar nicht? Ratlos und mit qualmendem Kopf halte ich auf einer Wolke kurz inne. Dabei starre ich antwortsuchend auf den Stein. Ich betrachte jede Seite des grauen Steins genau. Ich halte ihn sogar gegen die Sonne und tue so, als könne ich hindurchblicken. Natürlich ist das alles Quatsch. Aber ich will mir einfach nicht eingestehen, dass das alles nur ein Traum gewesen sein soll. In diesem Augenblick der Verzweiflung schwebt ein wunderschöner Schmetterling scheinbar aus dem Nix herbei und setzt sich auf den Stein. Mit großen glitzernden Augen zwinkert er mir zu. Seine bunt gefärbten Regenbogenflügel reflektieren das Licht zu tausendfach. So was habe ich wohl noch nie gesehen, denke ich und fühle eine tiefe Verbundenheit. Überraschend flattert er wieder los und stupst mir liebevoll an die Stirn. Noch bevor ich ein Wort an ihn richten kann, verschwindet der sonderbare Schmetterling im ewigen Wolkenreich. Seltsam. Diesen Glanz in den Augen kenne ich doch irgendwoher, überlege ich. Hey, ich hab's. Na klar. Oh, da geht mir ein Elfenlicht auf. Das ist doch die dicke Raupe gewesen. Ihr Traum wurde wahr. Sie verwandelte sich in einen Schmetterling. Und nun kann sie fliegen. Ja, und so beende ich nun dieses kleine Abenteuer und verabschiede mich schon wieder. Also schalt wieder ein. Falls du mich noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt, damit du nichts mehr verpasst. Und denk immer dran, sei nebenbei sorgenfrei. Yeah.